Technoide Almagest, ein paranoides Werk über Spinnen, die der Autor offenbar als einzig achtungswürdige Kreaturen deres betrachtet. Bestiarium der Spinnengattungen, darunter ein Dutzend obskure Arten, Beherrschung und Züchtung, Gewinnung von Giften und Alchymika, Sagen über Riesenspinnen wie Takehe und Arachneura, sowie einen Ort namens Shanretrak. Weltbild deres als allumfassendes Spinnennetz, spinnerte Umdeutung des Sternenhimmels und Anstachelung zum Aufbau eines verknüpften Reiches der Spinne in Aventurien, inspiriert von den Schriften Mafia Velias. Das letzte Kapitel enthält finstere Anruferungen von arachnoiden Dämonen und fauligen Verheißungen. Die Tage verfliegen. Die Stadt selbst ist ein gewaltiger Moloch und die Reise von Ort zu Ort frisst viel Zeit. Das Essen ist exotisch und würzig, die Menschen sind reserviert bis freundlich. Ihr konntet Jalan zwar von der Stadtwache befreien, doch der Angriff blieb nicht unbemerkt. Durch einige Silbermünzen habt ihr nun allerdings eigene Informanten in ihren Reihen, die nun euch berichten. Verschiedenste Krankenhäuser haben bereits mit euch kommuniziert, doch die Obersten und ihre Motive fehlen noch. Zornbrecht, Paligan oder Florios? Wie geht es nun weiter? Ende des 16. Travia an Bord der mondsilbernen Drachentöter. In der späten Nacht tritt Jalan wieder an Bord. Oh, ihr seid ja noch wach. Ja, wir haben auf euch gewartet. Nur für den Fall, dass wieder etwas schief gegangen ist. Ich kann auf mich aufpassen. Meistens. Wenn nicht unerwartet eine Leiche auftaucht, schätze ich. Nun, habt ihr an der Akademie noch etwas herausfinden können? Nicht wirklich, aber Boltax und ich hatten einen sehr schönen Nachmittag am Strand. Oh ja, es war fantastisch. Wir haben getanzt. Ja, man konnte euch von den Treppen aus manchmal sehen. Ihr sollt nicht tanzen, ihr sollt den Leben etwas beibringen. Wir haben gelernt über die wechselhafte Natur des Wassers. Ich dachte, ihr seid dort, um ihnen Zaubern beizubringen. Die lernen zaubern, wenn sie verstehen, wie das Wasser und das Erz und das Feuer und der Humus funktionieren. Naja, und das Eis. Der Schwertvater sagte damals auch immer, man lernt kämpfen, wenn man über Rondra lernt. Im Übrigen haben wir darüber gesprochen, wie wir weiter vorgehen wollen. Habt ihr etwas Neues zu berichten? Nichts Sachdienliches, nein. Was denkt ihr? Nein, sagt erst mal, ich habe es vergessen. Wann ist euer Kampf, Diamantes? Nun, in 3, 4 Tagen. Ich glaube, es sind 4 von nun aus. Ich bin aber noch nicht angemeldet. Ja, es ist nur angekündigt, dass die Todesechse an diesem Datum kämpfen soll. Oh, dann wird sie ihrem Namen endlich gerecht und eine tote Echse sein. Ha! Ich denke, es gehört, wie man uns in Fasar erklärt hat, auch hier zum schlechten Ton, die Gladiatoren umzubringen. Es ist eine Echse. Also ist es guter Ton, sie umzubringen. Ihr versteht nicht, Voltax. Diese Echse gehört dem Hause. Es ist ihr Eigentum. Welchem Haus gehört sie noch gleich? Ich denke, Zornbrecht. Oh, genau. Nun, und sie könnten doch sehr ungehalten sein, wie ihre Echse abmoxen. Ja, wenn sie ihre Echse in den Ring stellen, dann müssen sie damit rechnen, dass sie stirbt. Nun, vielleicht sollten wir uns vorerst über die Regeln und die genaueren Umstände des Kampfes informieren, bevor wir einen Plan schmieden. Vielleicht sollten wir ein Gespräch mit dem Zornbrecht dann suchen. Ihr wisst schon, um Missverständnisse zu vermeiden. Verzeiht, Boltax. Ja, dass die Echsen das Wasser salzig gemacht haben. Damit wir es nicht trinken können. Wie eine zwergische Saga? Nein, das steht in diesem hervorragenden Buch. Ihr glaubt, ich habe euch schon einmal erklärt, ihr müsst nicht alles glauben, was irgendwo steht. Aber es ist, wenn es aufgeschrieben ist, dann ist es wichtig. Es steht so viel, selbst in der Brabaker Bilderpastel. Ihr würdet doch auch nicht glauben, was dort steht, oder? Aber warum ist da nur das Meerwasser salzig? Richtig. Nun, ich vermute, weil Salz enthalten ist im Wasser. Ja, und wer hat das Salz hineingetan? Die Echsen.
Das Wasser ist salzig, weil Effert das so wollte. Ich denke auch eher, dass Effert das Wasser salzig gemacht hat. Nein, Effert ist doch auch der Gott des Regens und der Flüsse und Seen. Und die sind ja auch nicht salzig. Nun, ich denke, jedes Volk hat seine eigenen Sagen, warum die See salzig ist und warum nicht. Manche sagen, der Marder vergoss ihre Tränen über das Schicksal der Menschen und deswegen aus diesen Tränen bildeten sich die Meere und Ozeane. Und aber seht doch mal, Abelmir, das Wasser in einem Fluss ist nicht salzig. Und erst wenn es ins Meer fließt, wird es salzig. Naja. Also muss doch irgendwas damit sein. Wie gesagt, es gibt verschiedene Sagen und Legenden über... Ist das jetzt überhaupt wichtig? Abelmirs Version ist auf jeden Fall deutlich poetischer. Naja. Aber auch irgendwie ein bisschen... Ja. Konzentrieren wir uns vielleicht auf Diamantes Überleben. Ja. Diamantes, ihr tötet die Echse, dann überlebt ihr. So einfach ist das. Wäre vielleicht klüger gewesen, uns vorher einmal anzusehen, wie sie kämpft, aber dieses Schiff ist wohl abgefahren. Denkt ihr, wir sollten, ihr wisst schon, sie ein wenig präparieren im Vorgang? Ja, ich denke, die Echse ist gut beschützt, vermute ich. Ich denke auch, Zornbrecht passt auf seinen Eigentum sehr gut auf. Und es gibt Mittel und Wege. Ich unterstütze euch voll und ganz. Alles, was der Echse zum Nachteil gereicht, gereichte uns zum Vorteil und führt zu ihrem schnellen und baldigen Ableben. Es geht eher um die Abwägung des Vorteils gegenüber des Risikos, Voltax. Und darum, wie nahe sich Diamantes der Sturmlöwin fühlt. Das auch, aber wir werden einfach mal hoffen, dass er schon gesegnet ist. Sollten uns vielleicht darüber informieren, welche Regeln als Kämpfer an den Arenen herrschen. Nein, ich war noch nie in dieser Situation. Ich nehme an, dies wird auf den jeweiligen Kampf ankommen. Ihr solltet euch anmelden und man wird euch sicherlich über was weitere informieren. Ich schlage vor, ihr erkundigt euch vorher, bevor ihr euch anmeldet. Oh, hier ist ein interessantes Kapitel. 1000 Wege zu schrecken, die Ex. Ja, Diamantes kommt einmal her. Das sind die Schwachpunkte von Exen. Voltax, du hörst dich immer mehr wie Marwan al-Nazar an. Wer ist denn das? Ein großer Schwertmeister der Tulanidenlande, der auch hinter jeder Ecke die exische Weltverschwörung vermutet. Seht ihr, ein sehr kluger Mann. Und ein Schwertmeister. Naja, und ich bin ein Zaubermeister. Also, gibt es vielleicht noch einen Geweihtenmeister, der das auch versteht? Und dann sind wir das Triumvirat der Meister, die dahinter blicken. Aber das hier könnte wirklich interessant sein. Schwachpunkte der Echsen. Nun, aber seht mal, ist das nicht ein Salamander, der hier abgebildet ist? Ich denke nicht, dass die Todesechse ein Salamander ist. Die wird eher einer von diesen, wie heißen sie noch gleich? Achatz, das ewige Volk. Genau, von diesen sein. So ewig ist das Volk nicht. Man muss es nur töten. Hm? Nun ja, dieses ewig bezieht sich mehr auf die Spezies im Allgemeinen. Nun, gibt es nicht schon mindestens seit diesem Drachenpyrdakor? Der Erzfeind. Sprich seinen Namen nicht aus. Nun gut. Aber was eure Anmeldung angeht, Diamantes, sagt, wem habt ihr schon alles erzählt, dass ihr gegen die Todesechse antreten wollt? Nun, der Tempelvorsteher des Kor-Tempel weiß es. Er hat es zumindest auch vorgeschlagen. Und außer Raphim und dem Mann in der Arena, mit dem wir darüber gesprochen haben. Wahrscheinlich hat er es weitererzählt. Also wir können uns nicht sicher sein, wer es alles weiß. Das ist ein wenig bedauerlich. Ich dachte, wir könnten vielleicht Gewinn und Profit daraus schlagen, dass man es noch nicht weiß. Wir könnten zum Beispiel einfach nur den Champion der mondsilbernen Drachentöter anmelden und ein Geheimnis darum machen. Das würde eventuell Leute neugierig machen und möglicherweise könnten wir sie so bewegen, auf unser Fest zu kommen. Aber das hängt natürlich sehr davon ab, wie sich die Nachricht schon verbreitet hat. Oder halt nicht. Sollen die da nicht eher Raphim als Kämpfer vermuten? Aber Raphim darf doch nicht. Das hat er uns doch erzählt. Soweit er es gesagt hat, ist es den Basaltfäusten verboten, in der Arena anzutreten. Ich nehme an, weil sie die Gladiatoren abmurksen. Basaltfäuste kämpfen nur einmal in der Arena. Und wenn sie die verlassen, dann als Basaltfäust. Und nicht mit der Intention, sie je wieder zu betreten als Kämpfer. Nun,
nun, aber auch Jalan ist beispielsweise als Drachentöter bekannt. Und was ist mit Krak von Tekra? Ich bin allerdings auch als Einhand bekannt. Das ist wahr, aber wir haben hier einen riesigen Trollzacker, sogar mehrere. Ich denke, wenn man... Nun, wir könnten uns verdächtig verhalten, versuchen ihn zu verbergen. Wir könnten ein paar, sagen wir, Fechtstunden auf dem Oberdeck anstellen. Ja, zum Beispiel. Einfach um Leute neugierig zu machen und dann könnten wir für die Wichtigen, sprich die Granden, einen Tag vor dem eigentlichen Kampf einen, wie Dante und ihres Boltags, eine Soiree abhalten, bei denen sie dann schon einen Tag früher erfahren, wer es denn ist. Das beraubt uns natürlich der Möglichkeit, dann hinterher eine Siegesfeier zu geben. Nun, das wäre die Alternative. Natürlich erlöst es uns auch um das Risiko, eine Siegesfeier geplant zu haben, falls Diamant es dann an Unglück ereilen sollte. Nun, dann ist es eine Trauerfeier. Und sollte es hingegen gut laufen, können wir, denke ich, mit Einladungen von Granden rechnen hinterher. Meint ihr nicht? Ohne eine Feier veranstalten zu müssen. Ich denke, es hat einen großen Wert, vorher mit den Zornbrechts gesprochen zu haben. Über das Wie und das Wann und das Warum. Und wenn die Granden eins leben, dann leben sie es zu feiern. Also wäre es gar nicht abwegig, zwei Feiern festzuhalten. Eine danach und eine davor. Können wir uns das leisten? Sagen wir, die Kasse gäbe es her. Ich würde sagen, hinterher lassen wir uns lieber einladen. Und sollte diese ganze Sache schlecht ausgehen, dann müssen wir uns sowieso etwas Neues einfallen lassen. Ob es auf hexischen Grundsätzen eine gute Idee wäre, zwei Feiern für die Granden zu geben, sei mal dahingestellt. Nun, meine Hoffnung wäre, dass auf die Feier vor dem Kampf möglicherweise noch nicht die ganz wichtigen Persönlichkeiten kommen. Also eher dieser Obote zum Beispiel, ja? Ja, oder so wie dieser Cesario, mit dem ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid. Vielleicht könnten wir dann noch Informationen sammeln und dann, wenn die großen Namen auf Diamantis und unsere Mannschaft aufmerksam werden, mit etwas mehr Wissen gerüstet in die Verhandlungen hineingehen? Aber das ist Spekulation. Und da wir jetzt nicht wissen, wie ich mich in der Arena gegen diese Todesechse schlagen werde, können wir nur spekulieren. Ich werde gewinnen. So einfach ist das. Nun, einerseits wäre es ein Glücksspiel. Andererseits... Wir werden natürlich dafür sorgen, dass ihr gewinnt. Was darf ich darunter verstehen? Verlasst euch einfach auf den Segen der Götter, ein klein wenig Glück und natürlich euren starken Arm. Denn Rondra hat die Rechtgläubigen selten enttäuscht bis jetzt. Und wenn nicht, werden wir euch schon zu ihr zusammenflicken. Irgendwie. Nun, es wird selten weiter als bis aufs zweite Blut gekämpft, aber Unfälle passieren immer wieder. In alle Richtungen. Ich schiel mal auf Jalans Arm. Wenn Abel mir in der Lage war, mich aus der Arena in Jolgorbach zu ziehen, wird er auch in der Lage sein, Diamantis vor seinem vorzeitigen Ableben hier zu bewahren. Denkt ihr, ihr müsst euch also überhaupt keine Sorgen machen und könnt mit voller Kraft gegen die Echse antreten? Ah, und schaut mal, wenn das Wetter euch gewogen ist und es eher kühl wird, dann hat die Echse Probleme. Das steht hier. Echsen können nicht gut im Kalten. Nun ja, in diesem Klima dürfte es kein Problem sein, nicht zu frieren. Ich würde dieser Echse ja gerne mit einiger eigener Manneskraft gegenübertreten, aber da für uns relativ viel auf dem Spiel steht. Vielleicht hat ja Katzintiana noch ein Wundermittelchen, was mir helfen könnte. Ich weiß nur nicht, ob Magier da irgendeinen Weg haben, sehen, ob ich unter einem Einfluss stehe. Nun, ein Unverwundbarkeitstrank könnte dir helfen. Er ist, denke ich, magisch nicht zu erspähen. Ja, das wäre auf jeden Fall eine gute und passable Möglichkeit. Ihr müsst nur Sorge tragen, ihn nicht zu dick aufzutragen, ansonsten wächst euch ein Fell.
Ich würde auf jeden Fall lieber unsere eigenen Alchemisten bemühen, als jemanden in der Stadt anzusprechen. Am Ende kommt das noch raus. Dafür müsstet ihr keine Zetianer aus einem Kabuff dort oben zerren. Ja, eine seltsame Freundschaft mit diesem Spinnenmann, nicht wahr? Habt ihr ihn schon kennengelernt? Ein widerlicher Mensch. Er schien mir ganz angenehm zu sein. Ich verstehe eure Umgangsform. Er war etwas, ihn hingezogen fühlt. Er war etwas auf seinen Nachttopf fixiert. Nun, ich denke, ich werde morgen diesem Huron einen Besuch abstatten. Er kann uns sicherlich mit... Wie bitte? Huron, natürlich. Er kann uns sicherlich mit ein oder zwei Hilfsmitteln ausstatten. Außerdem wollten wir noch den Popoblitz nachforschen. Oh ja, dann... Das klingt gut. Richtig, klingt wir gut. Sollten das nicht vernachlässigen. Ich frage mich immer noch, warum diese Leiche, warum wurde sie vergiftet und nun ja ihre Kehle durchgeschnitten? Es erscheint mir etwas übertrieben. Mir fallen zwei Möglichkeiten ein. Die erste ist, jemand wollte uns seine Botschaft senden. Oder die zweite wäre, jemand möchte uns auf eine falsche Fährte locken. Hören. Bitte. Hallo, ihr könnt sehen, wie sich der Kopf von Hövela Marex Fuchsecker reinstreckt. Das ist die Jägerin und Magistratin von Pericum. Darf ich reinkommen? Natürlich, komm doch rein. Das ist nett. Mir fällt so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Ich wurde ja angeheuert, um Abenteuer zu erleben, und ich hatte mich gefragt, ihr seid Helden und mich kennt man auch schon, aber nur lokal begrenzt. Und da die Frage, ob ich mich vielleicht euch anschließen kann und darf. Also, hier einfach, naja, um Abenteuer zu erleben. Nun, aktuell laufen wir in der Stadt herum, Hüvela. Ihr habt auch Landgang, habt ihr euch denn noch nicht umgesehen? Naja, man geht halt auf den Markt und gibt etwas Geld aus und... jetzt sitze ich hier jeden Tag und warte, dass es dann wieder losgeht. Ich meine, auch wenn wir nur zwei Tage hier sind, aber... Ich sehe einfach nicht, dass ich hier irgendetwas erleben werde. Und bevor ihr meine Arbeitskraft hier einfach nur versauern lasst, hatte ich mir ich biete es euch einfach nur an. Wenn euer Herz danach ruft, Jalan und ich wollten morgen zum Giftbaron gehen. Da könnt ihr gerne mitkommen. Ich halte es für... Sind Gifte nicht verboten? Also hier ja. Nicht, ne? Hier nicht in der Landfahrt. Außerdem forschen wir tatsächlich jemandem nach, der eins verwendet hat. Genau. Es geht um Nachforschungen. Ja, dann sind das auch die Abenteuer, von denen ich spreche. Dann komme ich doch gerne mit, wenn ich darf. Ja, natürlich. Wenn euch das interessiert, sicher doch. Ja, wie gesagt, gerne. Binde mich ein. Ich werde bezahlt und dann möchte ich natürlich auch etwas von euch mitbekommen. Ich möchte herausfinden, wie ihr so arbeitet. Ja, ich denke, das kommt eurem Wunsch nach Abenteuern sicher eher entgegen, als Abel mir und mir dabei zuzusehen, wie wir eine Feier organisieren. Ja, genau. Ich hatte auch mit Haswolf schon darüber gesprochen. Der faselt ja auch die ganze Zeit was von Abenteuern. Aber der kann natürlich das Schiff nicht verlassen, weil er als führender Offizier dann hier das Schiff verwaltet in der Abwesenheit des Kapitäns. Nun, ihr müsst verstehen, Hüvela, wenn wir kein Geld auftreiben, so enden unsere Abenteuer in Kürze. Von daher hat unsere Anwesenheit in der Stadt eine gewisse Priorität. Ich schiebe im Hintergrund mal die getürkten Bücher etwas weiter hinten in den Schrank rein. Also, ich kann das ja nur anbieten, aber mein Vater hatte sich ja sowieso mit euch treffen wollen. Der sitzt natürlich in Pericum, aber solltet ihr dort einmal auflaufen, dann... Ja, also, er bezeichnet sich immer ganz gerne als Konkurrent von Störrebrand. Es wird uns eher früher als später wieder in den Norden verschlagen, sobald unsere Geschäfte hier unten abgeschlossen sind. Moment, sind Abelmir und die anderen in Pericum denn überhaupt willkommen? Kleinigkeiten, Boltax, Kleinigkeiten. Wir sind nicht willkommen. Mussten wir uns nicht damals um die Stadt herumschleichen? Kleinigkeiten, Boltax, Kleinigkeiten. Und naja, gerade ihr vergesst, in dieser Sache wollte Hüvela uns doch weiterhelfen, oder nicht? Ja, genau das. Also ihr vergesst, dass ich Magistratin bin und mein Bruder ebenso. Ja, das ist gut. Mein Bruder ist übrigens auch ein bekannter Held. Der war auch schon im aventurischen Boden, ihr erinnert euch? Ja. Oh, er hat die Piraten in die Flucht geschlagen? Ja, genau. Ich habe den Artikel sogar noch bei mir in der Kajüte angepinnt. Also wenn ihr wollt, kann ich ihn holen. Ich denke, wir erinnern uns. Also er ist ebenso mächtig, ein ebenso mächtiger Held wie ihr. Wie gesagt, das versuche ich jetzt an eurer Seite ebenso. In der blutigen See zu tragen. Ihr wisst sicher, Hüvela, dass man in Al-Anfa auch mit Freibeutern zusammengearbeitet hat, als es um den Krieg ging.
Wie steht ihr zu dieser Sache? Beibeuter. Beibeuterei ist ja an sich erst einmal legitimiert. Das muss dann ja der Staat bzw. die Magistraten oder dann hier ist es ein. Es ist ja kein König, der hier sitzt, ne? Das ist so ein der Patriarch heißt das, glaube ich. Nun ja, das Handlungsgefüge ist etwas komplizierter. Naja, aber wenn der das rechtfertigt, dann muss er sich dafür verantwortlich machen, was andere Menschen tun, wenn sie einen Kaperbrief haben. Ja, der Patriarch bleibt da größtenteils neutral. Es gibt hier auch einen Rat oder so etwas, der über Angelegenheiten entscheidet, oder, Diamantis? Ich schaue mich traurig um, sehe, dass Raphim nicht dabei ist. Das ging unter. Ja, es gibt den Rat der Zwölf, der hat das Triumvirat abgelöst. Seit einigen Jahren, aber nagelt mich nicht drauf fest, wie lange das schon her ist. Der Rat der Zwölf kümmert sich um die weltlichen Angelegenheiten. Nun, irgendwoher muss die weltliche Macht der Garanten ja kommen. Also geht es um diese Sitze in diesem Rat, denke ich. Und ich vermute mal, für das Ausstellen von Freibeuterbriefen ist wahrscheinlich die Admiralität verantwortlich. Wer war das gleich nochmal? Ich glaube, einer Zornbrecht hat derzeit den Status als Admiral inne. War das die Dame, die wir getroffen haben? Oder war nicht auch einmal die Rede von... Ach, ich komme nicht mehr drauf. Kugras, Glorios? Billmann. Ah. Billmann, ja, das war's. Die letzte Zornbrecht, die diesen Posten inne hatte, starb vor Frigaius. Ach stimmt, ja, ich erinnere mich. Ein unglückseliger Zufall. Ein Unglück, das wohl, meine geschätzte Kapitane. Jedenfalls. Ich bin mir sicher, dies können wir noch ein bis zwei Tage vor uns herschieben. Es gibt wohl genug zu tun. Ja, ich denke auch, wir sollten auch diese Umbaumaßnahmen an der Arena nicht aus dem Blick verlieren. Ich denke, das ist, sagen wir mal, Rondra nicht zuwider, wenn wir uns vor dem Kampf ein wenig informieren. Wissen ist bekanntlich die halbe Schlacht. Ich könnte mir diese Baumaßnahmen einmal anschauen, ob ich etwas erkennen kann, was für Diamantis wichtig sein könnte. Ja, ihr seid vermutlich am besten geeignet, Dinge zu erkennen, die nur halbfertig gebaut sind. Dann werde ich euch begleiten, Kapitän. Dann können wir im Rahmen dessen... Kapitän, das war übrigens eine Beleidigung, falls ihr es nicht verstanden habt. Was für eine Beleidigung? Ihr habt das nicht verstanden. Das mit dem fertig gebaut. Halbfertig gebaut. Ja, ich fand ihn äußerst gelungen, den Witz, aber an Bord eines Schiffes doch recht unpassend. Ich verstehe nicht, worauf ihr hinaus wollt. Ihr müsst sehen, Abelmir ist ein sehr begabter Konstrukteur. Er hat beim großen Leonardo selbst gelernt. Ich denke auch nicht, dass Jonas als Beleidigung gemeint hat. Warum versucht ihr, einen Keil zwischen uns zu treiben? Halbfertig gebaut, sagte er, und ich hätte mich damit jetzt auf seine Hand bezogen. Ihr habt ihr doch entwickelt, oder nicht? Ich muss euch doch bitten, ich drehe an der Hand irgendwie ein oder zwei Finger. Ich schnappe an der Hand irgendwie ein oder zwei Finger auf und zu. Mit der anderen Hand dann halt. Seht ihr? Sie funktionieren genauso, wie ich es wollte. Sie halten perfekt fest, wenn man sie loslässt. Ah ja, sie quietschen etwas. Euer Ärmelsaum ist etwas blutig, mein erster Offizier. Ja, nicht so wichtig. Nun, vielleicht solltet ihr euch. Vielleicht erst einmal absentieren, bevor ihr noch weiteren Streit vom Zorn bricht. Das war wie gesagt nicht meine Absicht. Aber gut, Giftfürst, das klingt nach einem heldenhaften Abenteuer. Ich bin mir sicher, es wird auf jeden Fall ein interessantes Gespräch werden. Nun, und auf die Politik verstehe ich mich auch, falls wir mit den Granden reden wollen. Etwas Diplomatisches an seiner Seite zu haben, ist nie verkehrt, gerade wenn wir mit einem Fürsten sprechen. Und wenn es nur der Giftfürst ist. In Diplomatie sind Jalan und ich jetzt nicht unbedingt bewandert. Kommentier das einfach nicht, ja? Nun gut. Ihr begebt euch zum Giftfürsten. Ich und Sulamin bereiten die Feier vor.
ob sie nun vor dem Kampf stattfindet oder danach, werden wir sehen. Ich denke, davor ist es besser. Und aber ihr seht euch die Arena an. Und ich sehe mir die Arena an, genau. Und Diamantes, ihr werdet wohl eure eigenen Vorbereitungen für den Kampf treffen müssen. So ist es. Ich denke, Katze Zintiana finde ich außerhalb der Gebäude der Akademie nicht an. Oder meint ihr, der ist noch da? Ich schätze, er ist immer noch bei diesem Spinnenforscher. Ich finde ihn in der naturkundlichen Fakultät. Und wenn ich ihn da nicht weghole, dann wird er wohl die nächsten Tage dort verbringen. Aber er wird doch sicher nicht bei diesem Kerl übernachten. Meint ihr nicht, dass er auch mal wieder hierher kommt? Ich weiß es nicht, ob er wiederkommt. Ich habe ihn zumindest letzte Nacht hier nicht auf dem Schiff gesehen. Und er ist doch schon gestern aufgebrochen, oder nicht? Nun, dann wisst ihr mehr als ich. Ich bin ja erst am Morgen zurückgekommen. Stimmt, ich vergaß. Vielleicht könnt ihr herausfinden, was er mit diesem Spinnenforscher zu schaffen hat. Genau, ob es wirklich nur um Spinnen geht oder ob er etwas anderes vorhat. Wir können uns keine Feinde am Rücken leisten. Wenn ihr jedenfalls einen Blick in dieses Arachnoide einmal Gast werfen wollt, Abelmir, glaube ich, müsst ihr euch beeilen. Er scheint ein Talent dafür zu haben, Dinge zu verlegen. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Ach, und Boltax und deine von Ratten angefressenen Tagebücher liegen auf dem Tisch direkt, wenn ihr in seine Kajüte reinkommt. Dort habe ich sie abgelegt. Dann gehe ich sie mal gleich holen. Vielleicht ist ja noch etwas zu retten. Dann wünsche ich euch allen noch einen erholsamen Schlaf. Und hoffentlich träumt ihr nicht. Oh, furchtbar. Ich begleite dich, Boltax. Ich denke, ich lasse die Tür seines, nun, wie nennen wir es, Labors offen, dass die Katzen hinein und hinaus können. Das mit diesen Ratten, das müssen wir in den Griff bekommen. Oh ja, ich denke, das wäre ein echtes Problem auf dem Schiff.